Frischer wie Leben und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Heute in Stuttgart unterwegs beim Mammutmarsch Stuttgart. Da hinten geht es jetzt gleich zum Check-in. Und das Allerwichtigste habe ich schon erledigt, nämlich die 2 Mammuts zu kaufen für meine Kinder. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall keinen Stress mehr zu Hause. Wunsch ist erfüllt hiermit offiziell. Und dann kannst du jetzt zum angenehmen Teil gehen. Und zwar nämlich 60 Kilometern mit etwa 1000 Höhenmetern. Ja, so wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem neuen Video. Und schön, dass ihr dabei seid. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Dann geht jetzt für euch los. 5, 4, 3, 2, 1 und wir fahren! Der Start liegt hinter uns. Schöne Grüße an den André und an den Jore nochmal. Richtig cool, noch mal kurz mit den beiden gesprochen zu haben. Das sind ja so richtige Urmammuts, würde ich jetzt mal fast so sagen. Die sind ja dieses Jahr auch den Köln-Pfad Ultramarsch gelaufen mit 171 Kilometern. Junge, 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 auf jeden Fall. Ja, geht's hier jetzt erstmal munter auf 60 Kilometer. Die ersten 3 Kilometer sind gelaufen. Ich habe gerade 3 Herren überholt mit schwäbischem Akzent. Ist ja natürlich auch klar, wir sind hier in Stuttgart. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil jedes Mal, wenn mich jemand mit diesem Dialekt überholt, dann muss ich an Ice Age denken, an den Yeti, der da in dem Eis da ist. Der arme Kerle. Und wie er da mit seinem Schwäbisch am Schwätze ist. Wobei, das war jetzt wahrscheinlich hessisch. Ist aber auch egal, ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet Ice Age gesehen haben, dann werdet ihr auch wissen, welchen Yeti ich meine. Richtig toll, richtig charmant, das macht hier so eine Region auch aus. Ne? Das ist wundervoll bisher, ich kann es nicht anders sagen. Also ich vergleiche das ja auch indirekt so ein kleines bisschen mit dem Mammutmarsch Heidelberg, wobei die Distanz natürlich länger ist, mit mehr als also 18 Kilometer mehr jetzt. Aber nichtsdestotrotz finde ich es richtig toll, dass der Mammutmarsch Stuttgart hier auch durch die Innenstadt führt und auch an der ein oder anderen Sehenswürdigkeit vorbei. Das macht für mich auch so ein Mammutmarsch so ein bisschen auch aus. Nicht einfach nur außen rumlaufen, ohne irgendwie Highlights zu sehen, sondern dass es da auch an Highlights entlang geht. Das macht es für mich auch so ein Stück weit, wie gesagt, aus. Ne? Schloss Solitude kommt da noch, wenn es richtig ausgesprochen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch richtig, richtig viele Highlights sehen. Hier heute in Stuttgart und um Stuttgart durch Esslingen laufen wir auch durch. Dieses kleine Städtchen ist sehr bekannt für seine Altstadt und seine Fachwerkhäuser. Da stehe ich ja total drauf, ne? Fachwerkhäuser. Der Bergische Dreiklang auch. Also wenn es an mir geht, sofort in so ein altes Haus rein. Schön, Bergischer Dreiklang, ne? Wahnsinn. Also richtig toll. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und so würde ich sagen, geht es hier erstmal heiter weiter auf die noch zu verbleibenden etwa ein bisschen mehr als 55 Kilometer. Die ersten 10 Kilometer sind rum. Da oben kann ich Schloss Solitude sehen. Ihr seht doch, da hinten geht es ordentlich. Doch schon ganz ordentlich berghoch hier gerade. 10 Kilometer haben wir hier. Zeige ich euch jetzt das Schild. Richtig geile Nummer bisher. Grüße nochmal an den Jore und an den André. So, hier haben wir das 10 Kilometer Schild. Check. Ja, und hier soll, glaube ich, auch ein kleiner Zwischen-VP sein oder sowas. Richtig cool. Parkanlage, Schloss Solitude. Ihr könnt es mal sehen. Geil. Der Ausblick darunter, ey. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich noch nicht, weil ich mich halt noch nicht rumgedreht habe. Wahnsinn. Richtig geil. Also ich werde mir gleich auf jeden Fall bei dem Zwischen-VP
kleine Leckerei holen. Das Frühstück war heute Morgen mehr als dürftig. Kilometer gelaufen und tatsächlich schon 400 Höhenmeter auf der Uhr. Echt verrückt. Und der komplette Track hat, laut Planung zumindest, etwas mehr als 1000 Höhenmeter. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Also da wird sicherlich noch die ein oder andere ordentliche Steigung kommen. Und kann an dieser Stelle nur sagen, das dürfte hier sogar einer der grünsten Mammutmärsche bisher sein. Gut, wenn man jetzt mal den Wuppertal außen vor lässt, die 100 Kilometer. Aber wenn ich die mit anderen vergleiche, Ruhrgebiet Dortmund, wobei Dortmund ist auch sehr grün, konnte ich dieses Jahr leider nicht dran teilnehmen. Aber Ruhrgebiet zum Beispiel ist natürlich auch ein blöder Vergleich, ist natürlich eine komplett andere Region. Aber ich muss echt sagen, Baden-Württemberg für Wanderer, also ein absolutes Paradies hier. Und möchte an dieser Stelle schöne Grüße an die Alles schicken. Ich hoffe, das ist jetzt diesmal richtig ausgesprochen. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Kette. Ich hatte nämlich damals in dem Video vom Mammutmarsch NRW gesagt, sie heißt Alice. Alice im Wunderland war da mein Gedanke. Also schöne Grüße an dich, Alice. Ich hoffe, das funktioniert. Also für mich ist das, also ganz kurios, für mich ist das ein Zungenbrecher. Ich krieg das irgendwie nicht richtig ausgesprochen. Kilometer ungefähr gelaufen. Herzlich willkommen bei Verpflegungspunkt Nummer 1, dem ersten richtigen Verpflegungspunkt. Der ist natürlich auch deutlich größer, deutlich mehr Fläche, mehr Sitzmöglichkeiten auf jeden Fall auch. Und moin, mein Lieber, moin. Grüß dich. Na, mein VP hier? Bei VP 4, ne? NRW. Geil. Der Kaffee, der dich. Läufst du mit hier? Ja, ich bin dabei. Geil. Ja, freue ich mich, dich hier wieder zu sehen. Ja, cool. Cool. 60 oder 30? Wenn dann ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. 60. 60, sehr gut. Dann bist du aber ein bisschen früher gestartet, ne? Ja, wir haben Startgruppe 3, haben wir gesagt. Okay, ja, ich bin um 8 Uhr gestartet. Ah, ja, schön. Ja. Ja, ich mache heute mehr oder weniger nicht Piano, aber ja, auch nicht gemütlich, aber so in meinem Tempo halt, ne? Ja. Ich halte es hier nicht durch. Ne, cool. Nee, schön. Also jetzt ist auch so, Berlin 100 ist irgendwie in Planung. Ja. Rollt erstmal den jetzt hier. Ja, guck, ja, 60 Kilometer ist halt auch 60 Kilometer, ne? Ja. Das ist eigentlich ideal, das ist so genau dazwischen, ne? Das ist nicht 45, genau. 50. Wenn du da grinsend ins Ziel kommst, dann kannst du über die 100 nachdenken. Wollte ich gerade sagen. Und so ging es mir nämlich in Wuppertal. Ja. Ich bin grinsend ins Ziel gelaufen und da kam nämlich direkt der Gedanke, ey, nächstes Jahr läufst du die 171 Kilometer Kölnfahrt. Au. Au. So schnell kann das gehen, ja. Ja, okay, ja. Mach das. Ja, cool. Hat mich gefreut. Ja. Dann sehen wir uns ja bestimmt später nochmal irgendwo. Ne? Viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ja, geile Nummer. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt hier mal entsprechend stärken. Und dann melde ich mich gleich auf die Strecke nochmal. So, lauf endlich. VP Nummer 1 liegt hinter mir. 16,78 Kilometer gelaufen. Und jetzt geht es erstmal weiter durch den kühlen Wald. Ich habe aber trotzdem die Jacke ausgezogen und meine Hose gekürzt. Also doch, wenn du permanent in Bewegung bist, einfach zu warm ist, gerade am Rücken. Und da habe ich jetzt tatsächlich die Chance genutzt, weil ich eine ja, etwas längere Pause gemacht habe, weiß nicht, vielleicht 20 Minuten, dass man so ein bisschen durchtrocknet. Jacke ausgezogen, alles hinten rein in den Rucksack. Und ja, so geht es jetzt hier munter und heiter weiter beim Mammutmarsch Stuttgart ja, auf die nächsten Kilometer. Ich habe schon gesehen im Höhenprofil, jetzt geht es erstmal bergab. Und dann in einem Peak wieder nach oben. Das heißt, die nächsten Höhenmeter, sowohl negativ als auch positiv, liegen hier vor mir. Und so geht's heiter weiter auf die nächsten Kilometer.
Grüße aus Heslach. Bei ungefähr Kilometer 20 geht es ja so langsam wieder nach oben. Aber der richtige Peak, der kommt noch. Bisher geht es doch noch relativ human weiter. Aber das wird sich garantiert noch ändern. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Denn deswegen sind wir hier, uns auch so ein bisschen hier durchzuquälen, nicht wahr? Kilometer, 570 Höhenmeter nun hinter mir. Da war jetzt gerade ein Anstieg, kurz, knackig, aber richtig geil. An Heidelberg kommt er noch nicht ran. Heidelberg ging es ja wirklich zwei, wenn nicht sogar noch mehr Kilometer, nur bergauf, mal mehr, mal weniger intensiv. Der war jetzt wirklich kurz und knackig, aber das ist richtig geil. Ich bin so froh, die Jacke ausgezogen zu haben, die Hose kurz zu machen. Bei den Temperaturen, wenn du hier unterwegs bist, bist du bei solchen Anstiegen einfach, vor allem wenn du durchpaust, ganz schnell am Schwitzen. Beste Entscheidung überhaupt. Richtig geile Nummer bisher. Wie gesagt, 21,1 Kilometer. Ich habe mir auch nicht großartig den Plan angeguckt, wann der nächste VP kommt oder whatever. Ich lasse mich da komplett überraschen, weil es bringt mir halt auch sowieso nichts, wenn ich weiß, wo was wie ist. Dann denke ich immer nur, ja, es sind so und so viele Kilometer bis dahin und so weit noch und so weiter. Deswegen spare ich mir das, laufe hier einfach den Track durch und werde schon sehen, wenn der nächste Verpflegungspunkt hier aufschlägt. Die Höhenmeter sind jetzt erstmal vorbei. Ich komme hier gerade oben auf den Kopf an, Ampel und nur Polizei. Ich denke, was ist denn hier los, ne? Das Stadion vom VfB Stuttgart. Und dann sagt der Mitwanderer, nee, das ist Stuttgarter Kickers. Ja, hier nebenan ist das Stadion. Da scheint wohl heute ein Spiel zu sein. Polizeiaufgebot ohne Ende. Da bist du als Wandergruppe ja indirekt auch irgendwie gefühlt, wenn du da in so eine Fußball-Fangruppe reinkommst, da musst du ja teilweise auch echt vorsichtig sein, ne? Also ich habe jetzt mit Fußball nichts am Hut, aber das ist so der erste Gedanke, der mir so in den Sinn kommt, weil doch viele, denke ich, so ein bisschen Unverständnis haben, warum man hier mit einer gewissen Geschwindigkeit und mit einer Distanz vor der Brust durch die Gegend läuft. Genauso gut könnte ich es im Prinzip auch sagen, warum geht jemand Fußball gucken, ne? Also von daher, vielleicht kann man es ein bisschen hören, da ist auch ein Eingang, da wird auch Kontrolle gemacht hier. Ja, krass, richtig krass. Polizei. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen was erahnen hier. Boah, noch mehr Polizei. Gazi-Stadion auf der Waldau. Also geht's weiter. Hier parallel des Stadions der Stuttgarter Kickers beim Mammutmarsch Stuttgart. Herzlich willkommen nach 34 Kilometern mit einer kleinen Zwangspause hier. Ach so. Beim Verpflegungspunkt Nummer 2. Also ich brauche jetzt auch ehrlich gesagt dringend eine Pause. Ich brauche dringend was zu essen und was Anständiges zu trinken auf jeden Fall. Also wir sehen uns gleich bestimmt auf jeden Fall nochmal. Ne? Bis gleich. Ja, Snackstation sehe ich da. Isodrink, also Wasser muss ich gleich auf jeden Fall auch auffüllen. Das ist Fakt. Was gibt es denn hier Leckeres? Die haben da auf jeden Fall Würstchen hier und so was alles. Ah, mit Senf, geil. Da muss ich mich da mal anstellen. Also, bis gleich.
Der erste Hotdog ist fertig mit zwei Würstchen, Röstzwiebeln, Senf und Ketchup. Richtig geile Nummer. Ich habe auch gehört, es gibt hier noch irgendwelche Waffeln. Die werde ich mir gleich auch noch rein verleiben. Bisschen Cola wird es hier bestimmt auch noch irgendwo geben. Bisschen Wasser muss ich noch auffüllen. Und ja, dann geht's gleich weiter auf die weniger als 30 Kilometer. VP Nummer 2 liegt hinter uns. Sorry, ich esse gerade noch einen Schlumpf. Die kleben so pervers an den Zähnen. Ja, eine etwas längere Pause gemacht. Und jetzt geht's durch die Altstadt von Esslingen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Herzlich willkommen auf dem Esslinger Weinerlebnisweg hoch oben über Esslingen. Die Altstadt gerade konnte man nur bruchstückhaft leider wahrnehmen. Aber von hier oben hast du schon einen richtig geilen Ausblick, ne? Wahnsinn. Richtig geile Nummer hier, ey. Das erinnert mich wieder sehr an Heidelberg. Und wir sind eben auf der anderen Seite entlang gelaufen. Und habe aus der Entfernung die ganze Zeit diese Weinberge hier gesehen. Und habe mir gedacht, hoffentlich gehen wir daher. Genau so ist es jetzt auch. Ja, wir haben jetzt quasi hier in Esslingen so eine kleine Kehre. Und jetzt geht es Richtung Stuttgart zurück. Und am Ende sogar nochmal durch die Stuttgarter Innenstadt. Lasst euch mal überraschen. Etwas mehr als 20 Kilometer sind es noch. Und so geht es erstmal heiter weiter. Es geht hier auf und ab bei Mammutmarsch Stuttgart. Die Weinberge hoch, die Weinberge runter. 40 Kilometer haben wir jetzt geknackt, habt ihr gerade gesehen. Die Uhr hat zwar noch nicht gepiept, da hat sie gerade gepiept. Sehr gut. Und ja, ist richtig cool zu sehen, wie man in diesen Weinberg reinschauen kann. Wie die Leute da Kilometer um Kilometer ihrem Ziel immer näher kommen. Also Wahnsinn, richtig cool. Richtig cool. Ja, die Aussicht hier. Ist, die könnte tatsächlich gegensätzlich ja nicht sein, zum Hinweg sozusagen. Da sind wir jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel durch Wald und Co. gelaufen. Aber genauso hat jetzt dieser Kontrast seinen Charme, da die quasi die wahrscheinlich Güterabfertigungs-Dingensbums da zu sehen. Häuser, Hochhäuser und so weiter. Richtig cool auf jeden Fall. Ich glaube, dahin kann ich auch das Stadion sehen vom VfB Stuttgart, aber ohne Gewehr. Ich denke mal, sieht zumindest schwer nach einem Stadion aus. Ja, so geht es ja heiter weiter auf die letzten 20 Kilometer. Jemand Spaß. Hallo. Ja. Ist das hier der Verpflegungspunkt Nummer 3 oder 4? 3. 3, dann kommt 15 Kilometer. Dann kommt noch einer, ne? Ja.
alles klar, danke schön. Somit wisst ihr auch Bescheid, herzlich willkommen bei Verpflegungspunkt Nummer 3. Nach 45 Kilometern. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas brauche. Vielleicht einen kleinen Snack oder irgendwie sowas und dann gehe ich direkt weiter. Weil der Joe, der wartet bei VP4. Da muss ich dringend Hallo sagen. Ich sehe aber auch Cola. Ich werde mir da jetzt gleich auch mal eine Cola reinhauen. Becherchen habe ich ja hier vorne. Wasser brauche ich nicht. Ja, also mal eben einen Schluck Cola trinken. Und dann geht es im Prinzip eigentlich quasi schon weiter. Also, der Verpflegungspunkt Nummer 3 liegt auch hinter mir. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen. Erstens, nehmt euch auf jeden Fall so eine kleine Plastiktüte mit. Nicht wegen irgendwelchen Bestimmungen etc., sondern ihr habt auf jeden Fall ein Gefäß oder eine Tüte, wo ihr was mitnehmen könnt für unterwegs. Und das Zweite, was ich euch empfehlen möchte, ist, macht definitiv mal ein Volunteer beim Mammutmarsch. Dieses eine Mal, wo ich da Volunteer gemacht habe, das hat mir so unglaublich viel gebracht. Im Sinne von, du lernst halt die Leute, die da ja für den Mammutmarsch arbeiten, sehr viel besser kennen, als wenn du nur mal kurz am VP bist, Hallo sagst und dann deine Sachen nimmst und weitergehst. Es ist so arschgeil, so viele Leute hier auf den Veranstaltungen zu treffen. Ganz egal, ob Leute vom Mammutmarsch, Volunteers oder Mitwanderer. Das ist einfach so endgeil. Also, das wollte ich jetzt gerade mal gesagt haben. Und bei VP4, da wartet der Joe auf mich. Und da gibt es auch Suppe, habe ich gerade gelesen und gehört. Also, auf geht's zu Verpflegungspunkt Nummer 4. Der ist in 9,5 Kilometern. Schon 40,19 Kilometer gelaufen, laufen wir die ganze Zeit schon durch den Schlossgarten. Was haben wir denn hier? Guck mal hier. Die Ruine der Freitreppenanlage des ehemaligen neuen Lusthauses. Ja, leck mich da an der Tasche. Richtig coole Nummer hier. Ich denke, es geht jetzt noch ein kleines Stückchen durch die Innenstadt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und da warten tatsächlich die letzten Höhenmeter auf uns. 230, glaube ich, fehlen noch. Laut meiner Uhr. Ja, gut. Müssen wir halt durch, ne? Ja, aber der Schlossgarten, Schlosspark, richtig coole Nummer, richtig große Anlage hier. Hier kannst du spielen, hier kannst du dich ausruhen. Spielplätze haben sie hier, gastronomische Einrichtungen. Also Wahnsinn, richtig cool. Das 50 Kilometer Schild. Und da sind auch die 50 Kilometer auf meine Uhr gefallen. Das Schild war ein ganzes Stückchen weiter vorne. Und ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal die Befürchtung, dass ich nicht auf mindestens 60 Kilometer komme. Aus welchen Gründen auch immer, weil das ist ja Mathematikspiel. Aber im Zweifel, ganz ehrlich, wir haben jetzt noch 10 Kilometer. 5 bis zum VP. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde da auch nur Hallo sagen und dann direkt weiter Gas geben. Denn ich habe nach dem VP 4 noch eine kleine Mission. Dazu werde ich euch gleich was sagen. Und ja, das Wetter ist nach wie vor Bombe. Es sah ja nachmittags immer so ein bisschen aus, als würde es regnen. Aber hat es glücklicherweise nicht. Jetzt sind wir gerade durch die Innenstadt gegangen. War schon richtig cool, was da los war. Aber ich bin jetzt kein Typ, der sich da samstags ins Verkaufsgetümmel wirft und da Spaß dran hat. Ich bin tatsächlich eher der Typ, der, wenn er weiß, was er haben will, dann fahre ich eben in das Geschäft, hole das und dann fahre ich wieder nach Hause. Also ich bin echt ein Shoppingmuffel. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich viele Jahre im Einzelhandel gearbeitet habe, samstags gearbeitet habe und ja, vielleicht
Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, Stuttgart ist schon ein richtig schönes Städtchen. Wobei ich aber auch sagen muss, Stuttgart hinterlässt für mich aktuell einen sehr gemischten Eindruck von komplett abgerockt, dreckig, siffig, über gepflegt, ordentlich, sauber. Da war heute alles dabei, aber auch wirklich zwei Extreme. Ich habe teilweise Ecken gesehen, wo ich mir gedacht habe, wo bist du hier gelandet, ne? Aber ich glaube, das ist in sehr vielen Städten so. Von daher, das ist auch, denke ich, jammern auf hohem Niveau. Ja, so geht's hier heiter weiter zum Verpflegungspunkt Nummer 4. Da werde ich dem Joe, wie gesagt, kurz Hallo sagen und dann weiterziehen, weil ich denke, genug Wasser habe ich noch. Ich habe noch zwei Snickers, ich habe ein bisschen was zu snacken. Eigentlich brauche ich nichts. Ja, und dann sind es tatsächlich nur noch knapp 5 Kilometer. Kilometer, leider habe ich mein Videolicht zu Hause gelassen, weil das entsprechende Case leider keine Halterung hat dafür. Aber da vorne wird es auch ein bisschen heller. Treppen haben wir hier noch. So, wie gesagt, 5,5 Kilometer noch. Ich werde jetzt hier keinen großen Stopp machen, nur bei einem kurz Hallo sagen und dann mich direkt weiter auf den Weg machen. Ja, wie gesagt, ich denke, Wasser werde ich noch genug haben. Das sollte kein Problem sein. Einem kurz Hallo sagen hier. Jörg, mein Lieber. Hallo, Rabauke. Heute Morgen noch auf Strecke. Wie läuft es bei dir? Super. Macht echt viel Spaß. Richtig geil, ne? Richtig geil macht das. Also alles in allem, ne? Ich habe eben schon gesagt, Volontär und Laufen und alles, das ist eine richtig, richtig geile Nummer. Ja, macht doch irre viel Spaß. Ja. Kann ich doch jedem nur empfehlen, das zu machen. Das sind ja nur noch 5,5 Kilometer, ne? Ja, ist total easy. Ich sag also, jetzt mal eben kurz Hallo hier und dann. Die Anstiege sind absolut überschaubar. Ja, ja. Also kommst du durch. Ja. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, 21.30 Uhr im Ziel, ne? Heute Morgen. Also, ja, top, ja, locker. Also die Uhr sagt jetzt irgendwie 19.44 Uhr. Ja. Ich werde jetzt mal gleich versuchen, hier noch ein bisschen Vollgas zu geben. Und irgendwie, weiß ich nicht, 19.30 Uhr oder so. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob das klappt. Ah, man kann es ja probieren. Dann, ne? So lange auf uns warten willst oder so. Vielleicht gehst du erstmal ins Hotel oder ich so. Weiß noch nicht, ich guck mal, aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich ticker dich auf jeden Fall an, ja, wenn du auf dem Weg bin zum Ziel. Entweder bist du da oder bist du nicht da. Ja. Ne? Ja. Ist der Joe hier auch irgendwo, ne? Ja, irgendwo turnt er hier rum. Keine Ahnung, musst du gucken. Ja, weil er hat zu mir gesagt, ich muss auf jeden Fall Hallo sagen. Ja. Dann mache ich natürlich, sage ich natürlich Hallo, ne? Ja, klar. Ja. Digga. Wir sehen uns, ne? Hau rein. Wir telefonieren. Alles klar. Mach's gut, ne? Ciao. So, dann wollen wir mal gucken, wo der Joe hier rumlungert, der alte Rabauke. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen besser mit Videolicht und so weiter. So, VP4 ist verlassen. Jetzt geht's auf die letzten 5,5 Kilometer. Es erinnert ja so ein bisschen an den 100-Kilometer-Marsch hier durch die Nacht. Richtig geile Nummer hier. Ja, ihr seht mich zwar nicht, aber ich habe doch noch ein Projekt am Laufen. Und zwar sagt meine Garmin-Uhr, das Ziel um 19.55 Uhr zu erreichen. Und mein Plan ist es jetzt, das um 10 Minuten zu unterbieten. Das heißt, ich muss jetzt extra noch ein bisschen mehr Gas geben. 5,14 Kilometer noch. Ja, filmtechnisch wird hier wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren, weil es ist halt dunkel. Also würde ich sagen, gebe ich jetzt mal richtig Vollgas hier und dann wollen wir mal hoffen, dass die 19.45 Uhr dann auch fallen. Da ist das Ziel, 19.49 Uhr. Hab zwar nicht ganz geschafft, auf 19.45 Uhr zu kommen, aber scheißegal. Hier wird auf jeden Fall beleuchtet. Ich sehe gar nichts hier. So, komm, wir laufen. Hey! Dankeschön! So, herzlich willkommen im Ziel nach 60 Kilometern. Geile Nummer. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt machen wir schön die Medaille erstmal ab und dann gucken wir mal weiter hier. Geile Nummer. Hallo. Dankeschön. Merci. Dankeschön. Na klar, hi.
geile Nummer, ey. Richtig geile Nummer. Das war also der Mammutmarsch Stuttgart, 60 Kilometer in unter 12 Stunden. Finde ich auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Ich kenne jetzt keine Daten, Zahlen, Fakten, wie auch immer. Ist aber auch nachrangig wichtig. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, schaut mal gerne bei Komoot vorbei. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es nicht genau 60 Kilometer waren, sondern ein bisschen weniger. Sind halt Ungenauigkeiten wahrscheinlich im GPS oder wie auch immer. Ist ja auch vollkommen egal. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich recht herzlich bei jedem bedanken, der da heute unterwegs war, mit dem ich tolle Worte geführt habe, gesprochen habe, bei so vielen Helfern und dem Team Mammutmarsch, also was die da regelmäßig auf die Beine stellen, das ist wirklich, wirklich allererste Sahne. Es fällt mir wirklich schwer, da jeden Namen zu nennen, deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle auf konkrete Namen verzichten. Jeder, der da mit mir heute gesprochen hat, darf sich sehr, sehr gerne angesprochen fühlen. Also kann ich an dieser Stelle nur sagen, wenn euch dieses Video und diese Wanderung gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls du es noch nicht getan haben solltest, darfst du selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.